Filippo ist erst zweimal gelaufen und lief hier zuletzt als Vierter ein gutes Rennen. Nach dieser Form erwarten wir ihn heute erneut weit vorne. Filippo ist unser Tipp im ersten Rennen. Camiro erwischte zuletzt nicht den besten Start, kam am Ende mit schönem Speed aber noch ganz knapp hin. Sollte der Schützling von Dr. Andreas Bolte diesmal besser vom Start kommen, kann er gleich noch einmal gewinnen. Camiro bekommt unsere Stimme im zweiten Rennen. Shai Mei hatte hier zuletzt Pech, hätte mit einem besseren Rennverlauf vielleicht sogar gewinnen können. Inzwischen wurde diese Form durch den Sieger auch noch aufgewertet. Sollte Shai Mei heute an diese Leistung anknüpfen können, kann sie die Siegerin im dritten Rennen sein. Nach der letzten Form im Oleander-Rennen in Berlin ist Dolcetto klar das zu schlagende Pferd im vierten Rennen. Der Lokalmatador aus dem Stall von Henk Greve empfiehlt sich für die weiten Distanzen und könnte den Weidenpescher-Steher-Cup für sich entscheiden. Neruas präsentierte sich bei seinem Saisondebüt erstmals als Wallach und trat wie ein ganz anderes Pferd auf. Gut möglich, dass da noch mehr geht. Neruas ist unser Tipp im fünften Rennen. So Moonstruck siegte bereits zweijährig überlegen und ihm eilt im Quartier von Markus Klug ein guter Ruf voraus. Im Bavarian Classic war er Vierter, kam aber noch mit viel Speed angeflogen. Die weitere Distanz könnte ihm zugutekommen. Andras Starke im Sattel ist ein weiteres Plus. Wir glauben, dass So Moonstruck die Union gewinnen kann. Kajar startete mit einem vierten Platz gut in die Handicap-Karriere. Das enttäuschende letzte Laufen sollte man ihr nicht zu hart ankreiden, weil der verregnete Boden wohl nicht zu ihr gepasst hat. Wenn Kajar an frühere Leistungen anknüpft, könnte sie die Siegerin im siebten Rennen sein. In einem offenen Rennen haben wir uns für Sea of Joy entschieden, da sie mehr kann, als sie bei ihrem Saisoneinstand gezeigt hat. Sie hat im vergangenen Jahr in der höheren Klasse mehrere ansprechende Leistungen gezeigt. Mit dem Start im Bauch kann sie im achten Rennen eine scharfe Klinge schlagen. The Circus lief in Baden-Baden im Handicap zwar schwach, doch hatte sie zuvor in der sieglosen Klasse einen schönen Ansatz gezeigt. Erstmals mit Scheuklappen und mit Top-Jockey Andras Starke im Sattel ist The Circus unser Geheimtipp im letzten Rennen des Tages.